Sie sind zahlreich in der Stadt vertreten und zeugen von einer langen Tradition, die Wiener Theater. Die ersten Aufführungen abseits von Passionsspielen und Ähnlichem sind mit Beginn des 16. Jahrhunderts in der alten Universitätsaula, im Schottenstift und später im Saal des alten Rathauses belegt. Im Barock wurde das Theater zu einer der beliebtesten Unterhaltungsformen für den Adel. Hinter verschlossenen Türen wurden musikalische Theaterfeste und italienische Opern in Räumlichkeiten der Hofburg abgehalten. Als erste feste Spielstätte, die auch dem Volk zugänglich war, gilt das 1709 im Auftrag des Wiener Magistrats eröffnete Kärntner Tortheater, welches nach einem Brand 1763 vergrößert wurde. Das Ballhaus am Michaelerplatz wurde 1741 zum Burgtheater umgenutzt, welches seitdem auch für das Bürgertum zugänglich gemacht wurde. Aber auch in der frisch ausgebauten Sommerresidenz der Habsburger richtete man 1747 das Schönbrunner Schlosstheater ein. Der Schauspieler Josef Anton Stranitzky brachte 1706 eine aus Holz geschnitzte Puppe namens Hans Wurst nach Wien. Daraus entwickelte sich durch Mitwirken von Johann Joseph Larange eine einzigartige, typisch wienerische Figur, der Kasperl. Im Prater bekam er als einer der ersten Unterhaltungseinrichtungen eine eigene Bühne und bildete somit den Grundstein des Wurstelpraters. Es sollten zahlreiche weitere folgen und auch heute befindet sich dort eines von mehreren Kasperltheatern der Stadt. Ab der josephinischen Ära blühte das Wiener Theaterwesen erst so richtig auf. Es wurden drei große Volkstheater in den damaligen Vorstädten mit jeweils um die 1000 Plätze errichtet. Als erstes eröffnete das Leopoldstädter Theater 1781, welches später von Karl Karl erworben, abgebrochen und unter dem neuen Namen Karl Theater wiedererrichtet wurde. Zugleich war es auch die erste Bühne, welche aufgrund des aufkommenden Kinos 1929 schließen musste. Nach einem Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg wurde es vollständig abgetragen. Das einige Jahre später errichtete Theater in der Josefstadt konnte sich hingegen bis heute halten und ist damit die älteste in seiner Originalform bestehende Spielstätte, wobei natürlich auch hier viele Umbauten erfolgten. Als dritte Spielstätte eröffnete 1801 das durch Zitterbart und Schikaneder initiierte Theater an der Wien. Nachdem hier unter anderem mehrere von Beethovens Sinfonien aufgeführt wurden, gilt sie spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Wiens Operettenbühne. Und auch heute noch werden überwiegend Opern aufgeführt, weshalb es 2003 den Untertitel »Das neue Opernhaus« bekam. Das frühe 19. Jahrhundert stand im Lichte der Werke von Ferdinand Raimund und Johann Nestroy, welche in ihren Stücken oft selbst mitspielten. Das Burgtheater, wo ursprünglich häufig Opern aufgeführt wurden, wandelte sich durch die Leitung von Josef Schreivogel endgültig zum Sprechtheater. Das Meidlinger Theater entstand in einem Jagdschloss am Gelände des Theresienbads. Es wurde nach langem Leerstand 1884 abgebrochen, um für einen Neubau des Bades Platz zu machen. An der Wiener Hauptstraße eröffnete das nach einem Fürsten benannte Sulkowski-Theater. Nach mehrmaligen Besitzwechseln lief die Bühne immer schlechter und wurde gegen Ende des Jahrhunderts geschlossen und demoliert. Noch kürzer, nämlich 13 Jahre, bestand das Thalia-Theater außerhalb des ehemaligen Linienwalls, bis es bankrott ging. Es besaß ein offenbares Glasdach und fasste angeblich unglaubliche 4000 Personen. Durch die Errichtung der Ringstraße ließ man es sich natürlich nicht nehmen, einige prachtvolle Spielhäuser zu errichten. Allen voran der Neubau des mittlerweile zum Nationaltheater herangewachsenen Burgtheaters. Es bekam eine neue repräsentative Hülle gegenüber des Rathauses. Die enorme Beliebtheit bei der Wiener Bevölkerung führte zu regelrechten Hysterien um bestimmte Burgschauspieler. Nach der letzten Aufführung am alten Standort 1888
zerlegte das Publikum die komplette Einrichtung, um Stücke davon als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Heute ist die Burg das zweitälteste Sprechtheater Europas und mit über 1300 Plätzen das größte im deutschen Sprachraum. Das Kärntner Tortheater, welches zeitweise als höfische Opernbühne galt, wurde durch die direkt nebenan gebaute Staatsoper ersetzt. Das 1889 gegründete Volkstheater sollte einen bürgerlichen Gegenpol zu den aristokratischen Spielstätten darstellen. Es sollte daher auch die breite Masse ansprechen und fasste mit 1900 Sitz- und Stehplätzen sogar mehr als das Burgtheater. Nach mehrmaligen Umbauten sind es heute jedoch nur mehr 832. Obwohl die Kuppel durch einen Bombentreffer im Krieg zerstört wurde, blieb der Zuschauerraum im Originalzustand erhalten. Und noch eine weitere Spielstätte entstand direkt an der Prachtstraße. Das Ringtheater sollte jedoch aufgrund eines tragischen Ereignisses gerade einmal 7 Jahre nach seiner Eröffnung in die Wiener Stadtgeschichte eingehen. Kurz vor der Aufführung Hoffmanns Erzählungen, bei fast vollem Haus, löste ein Beleuchtungskörper hinter der Bühne einen Brand aus, welcher sich in enormer Geschwindigkeit im gesamten Zuschauerbereich ausbreitete. Zahlreiche Sicherheitsmängel, wie etwa nach innen öffnende Türen, kosteten mehreren hundert Menschen das Leben. Diese Katastrophe führte sofort zu einer Neuaufstellung der Feuerwehr und zu sehr strengen Brandschutzvorschriften, wie etwa der verpflichtende Einsatz des eisernen Vorhanges zwischen Zuschauer- und Bühnenbereich. Um die Jahrhundertwende entstanden in der ganzen Stadt verteilt noch viele weitere Spielstätten. Nur 3 Jahre nach dem großen Unglück brannte das ebenfalls noch junge Wiener Stadttheater in der Seilerstätte ab. Daraufhin kaufte die Ruine Anton Ronacher und ließ ein Varieté-Theater mit Ballsaal und Hotel darauf errichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Haus als Ausweichquartier für das schwer beschädigte Burgtheater. Zum Theater an der Wien kamen mit dem Raimundtheater und der Volksoper 2 weitere Opernbühnen hinzu. Diese Zeit gilt auch als die goldene Ära der Wiener Operette. Heute werden Ronacher, Raimundtheater und Theater an der Wien von den Vereinigten Bühnen Wien betrieben. In den ersten beiden werden fast ausschließlich Musicals aufgeführt. Zudem errichtete die Akademie für Musik und Darstellende Kunst das Akademietheater als ihre Probebühne, das schon früh als Kammerspielbühne des Burgtheaters genutzt wurde. Andere zu dieser Zeit entstandenen Theaterhäuser gingen dem sogenannten Wiener Theatersterben durch die Etablierung des Kinos zugrunde. Das Wiener Stadttheater in der Skodakasse musste nach seiner Schließung 1955 einem Neubau der städtischen Bücherei und später einer Musikschule weichen. Das Johann Strauß Theater in der Favoritenstraße schloss im Jahr darauf seine Pforten, nachdem es teils als Kino genutzt wurde. Am Standort des Wiener Bürgertheaters an der vorderen Zollamstraße befindet sich heute unter anderem das Büro der Zeitung Standard. Als einziges unter den genannten ist das Apollo in der Gumpendorfer Straße baulich noch vorhanden. Es konnte durch die Umnutzung als Lichtspielhaus 1928 bestehen bleiben und beheimatet heute noch ein Kino. Aber auch im 20. Jahrhundert entstanden insbesondere viele Klein- und Kellertheater. Unter anderem das Rabenhoftheater im gleichnamigen Gemeindebau, das Theater Akzent von der Wiener Arbeiterkammer und das kleine und versteckte Theater in der Drachengasse. Das Vienna's English Theater wurde 1963 als erstes englischsprachige Theater in Kontinentaleuropa gegründet. Im Sommer wird temporär am Hof das Wiener Lustspielhaus betrieben. Auf keinen Fall unerwähnt darf die Organisation Theater der Jugend bleiben. Mit fast 50.000 Abonnentinnen ist es das größte Kinder- und Jugendtheater Europas. Ihre Eigenproduktionen kommen an ihren Spielorten im Renaissance-Theater und im Theater im Zentrum auf die Bühne, werden aber auch ins Ausland exportiert. Das Dschungel-Theaterhaus im Museumsquartier spricht ebenfalls ein junges Publikum an.
Neben den klassischen Theatern erfreuen sich die Wienerinnen besonders auch am Kabarett. Die Spielstätten sind dementsprechend genauso umfangreich. Einige bekannte Namen unter ihnen sind das Vindobona, das Kabarett Simpel, das Kabarett Niedermeier und das Metropol. Auch wenn viele Wiener Theater schließen mussten, kamen stetig neue hinzu. Erst vor kurzem hat eine weitere Bühne, die Kulturgarage in der Seestadt Aspern, eröffnet. Das Fortbestehen der umfangreichen Wiener Theaterkultur ist also auch in Zukunft gesichert.